Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Talk am Dom, Menschen, Themen, Standpunkte hier im Ideal in Fulda. Ich freue mich sehr, dass er noch nicht nach Berlin gefahren ist, sondern nach einer langen, anstrengenden Bischofskonferenz gesagt hat, ich bleibe einfach noch hier in Fulda, um dann bei Talk am Dom dabei zu sein. Begrüßen Sie bitte mit mir Herrn Erzbischof Dr. Heiner Koch aus Berlin. Herr Erzbischof, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich habe mir Ihre Vita mal angeschaut. Wenn ich da mal im Schnelldurchgang durchgehen darf, Jugendgruppenleiter, erziehungswissenschaftliches Examen, Jugendseelsorger, Hochschulpfarrer, Leiter der Erwachsenenseelsorge im Kölner Generalvikariat, Präses der Schützenbruderschaften, lasse ich mal aus, Magistralkaplan des Malteserordens, lasse ich auch aus. 2002 stellvertretender Generalvikar, 2006 Weihbischof in Köln, 2013 Bischof von Dresden-Meißen, 2015 Erzbischof von Berlin und Hauptstadtbischof, 2017 Kardinal, 2025 Papst. Eine steile Karriere. Sie haben das Wichtigste vergessen. Also nicht das Wichtigste, aber eine sehr wichtige Etappe. Das war 2003 Generalsekretär des Weltjugendtags 2005. Das hat mich ganz entscheidend geprägt und das ist in der Jugendreihe so der Höhepunkt gewesen. Ja, warum? Weil das eine total faszinierende Aufgabe war, auch sehr schwierig, auch sehr nervend, mit wenigen Mitteln, wenigem Personal so etwas zu planen, von dem keiner wusste, wie es geht. Alles war neu, alles war zum ersten Mal. Vieles hat nicht geklappt. Mit Jugendlichen plant man anders und muss man anders planen als mit Erwachsenen. Und eine Opernvorstellung ist was Einfaches dagegen. Viele Begegnungen international und in Rom. In Rom habe ich meine Erfahrung auch gemacht. Aus dieser Zeit sind unheimlich viele Begegnungen und Kontakte geblieben. Also es war für mich eine sehr prägende Zeit. Ja, jetzt sind Sie natürlich auf meine schöne Steilvorlage mit 2017 und 2025 Papst Fragezeichen gar nicht eingegangen. Steile Karriere. Warum geben Sie dem Papst Franziskus so eine kurze Lebenszeit nur? Sind Sie einverstanden, wenn ich 2045 sage? Ja, mit einem anderen, also nicht mit mir. Also nein, also das... Lassen Sie es mal schön auf sich ruhen. Ich bin jetzt in seinem Posten jetzt in Berlin und den anderen Aufgaben, die ich habe, sowas von ausgefüllt und sowas auch zufrieden. Ich brauche nichts mehr und dann ist es gut. Jetzt mal. Ich habe so oft jetzt gewechselt, ich wechsle nicht, nachdem ich so schnell aus Dresden weg musste, schon wieder. Jetzt habe ich meinen Koffer in Berlin ausgepackt. Wie war das, als Sie nach 2 Jahren schon Dresden verlassen mussten? War das ein weinendes und ein lachendes Auge? Oder? Eigentlich nur ein weinendes zunächst mal. Also ich weiß noch genau, einen Sonntag vor Pfingsten, ich bin abends dort immer vor dem Schloss in der Hofkirche, an der Elbe war spazieren gegangen, 22.40 Uhr, weiß ich noch genau, nicht, kam der Anruf, nicht? Herr Bischof, wir haben Sie zum Erzbischof in Berlin gewählt. Wir nehmen an, Sie nehmen an. So, das war's. Also das war, um ehrlich zu sein, ich habe erst gedacht, na, verstehen Sie Spaß oder irgendetwas Ähnliches. Aber wir haben uns natürlich nachher getroffen, dann gab es Gespräche, ich bin auch nochmal nach Rom gefahren. Also es war ein längerer Prozess, aber erstmal war es völlig irreal. Also völlig unvorstellbar für mich. Nicht wegen Berlin. Das hat nichts mit Berlin zu tun. Das habe ich schätzen gelernt, auch in den Gesprächen, Auseinandersetzungen, in den ersten Kontakten dort. Sondern, ja, 2 Jahre vorher bin ich aus Köln nach Dresden gegangen. Das war der zweitgrößte Sprung meines Lebens. Der größte war von Düsseldorf nach Köln. Aber dann von Köln nach Dresden, das ist 600 Kilometer östlich. Aber das ist nur äußerlich so beschrieben. Das ist eine andere Kultur, andere Menschen, andere religiöse Gesellschaft, andere wirtschaftliche Entwicklung. Ich kann dort keinen. Also da fangen sie fremd an. Ich bin mit großem Bammel dahin gefahren und war ganz froh und erstaunt, wie die Herzen offen waren. Auch, wie gesagt, dort sind wir 4% Katholiken, 4%, nicht? Da haben, die Kirche hat keine großen Einrichtungen, nichts Machtvolles. Da haben sie nur ihre Persönlichkeit, das Vertrauen. Sie müssen Vertrauen aufbauen. Vertrauen aufbauen zu den Menschen, die seit Generationen nicht der Kirche angehören, keinem Glauben angehören. Politischen Kräften, die uns eher kirchenfern zu sein scheinen. Aber es ist geglückt, ne? Es ist gut geglückt. Und das tat schon weh. Ich dachte, das kannst du gar nicht lassen. Ne? Jetzt stelle ich mir das ohnehin schwierig vor, so als Rheinländer, der auch dem Karneval ein Stück weit verbunden ist, dann also plötzlich in Dresden-Meißen zu sein. Wie ist der Katholizismus? Der unterscheidet sich, glaube ich, auch gewaltig, oder? Ja, gewaltig. Wie gesagt, wir sind 4% Katholiken dort gewesen. Wenn man vom Sorbengebiet mal absieht, die katholischen Sorben, die natürlich dann schon ein stärkeres Gebiet haben. Ja, natürlich, der Karneval, das ist etwas weniger. Die Prinzengarde Köln hat mich mal besucht dort mit Musik und allem drum und dran in Uniform. Da weiß ich noch, wie die Leute sagten, hoch,
stand Prinzengarde. Der Augustus war doch König, nicht Prinz. Also die kannten damit gar nichts aus. Aber sagen Sie es nicht, erstens hat so ein Land wie Sachsen andere Brauchtümer und ich finde, jedes Land soll seine haben. Ich finde es nicht glücklich, wenn eine Tradition so einfach übernommen wird, also Oktoberfest gehört nach München, ne? Nicht woanders hin. So. Und zum Zweiten, die können auch lachen, muss man sich auch daran gewöhnen, aber sie können auch gut lachen, ja. Sie haben gesagt, das Christentum wird dann Wurzeln schlagen, wenn es bedeutsam für die Menschen ist. Ich finde, es ein toller Satz. Können Sie ihn trotzdem kurz erklären? Ja, ich musste ja dort, das ist jetzt in Berlin ähnlich, vor allen Dingen in Ost-Berlin, in Brandenburg und Vorpommern, aufzeigen, warum der Glaube eben nicht irgendwie eine Schokoladenstreusel auf einer Torte ist und es geht ohne den Schokoladenstreusel genauso gut, sondern was der bedeutet. Was der bedeutet. Und das bedeutet, es ging nicht über den Verstand, dass ich hier eine große Lehre vortragen könnte. Das Reflektieren ist immer das zweite oder drittrangige. Sondern erstmal, warum bedeutet der uns viel und warum kann der Ihnen viel bedeuten? Und da müssen Sie bei den Fragen der Menschen, bei den Sorgen, auch bei den Stärken und Glück der Menschen anfangen. Und wenn es gelingt, mit den Menschen über sich selbst und uns gemeinsam zu sprechen, dann wird plötzlich etwas bedeutsam. Dann wird auch dieser Glaube bedeutsam. Der christliche Glaube ist ja keine Lehrgebäude, keine Doktrin, sondern es ist eine Beziehung. Dann geht es um Beziehungen. Und dass diese Beziehung zu Gott und zu den Menschen so bedeutsam ist und alles verändert und eine Lebensweite ist. Und eine Lebensweite des offenen Himmels, des offenen Horizonts, wo nicht eingeschränkt ist. Und dass es auch so eine, das ist ein Stück Liebesbeziehung, dass so eine Liebesbeziehung trägt und Hoffnung gibt. Ja, das können Sie nur ganz, ganz persönlich vermitteln. Da können Sie nicht lehren, das können Sie nur im Miteinander, im Mitgehen, im Aushalten, im Vertrauen, auch im karitativen Dienst. Ich war eine Zeit dort, da gab es zwei große Überschwemmungen. Ne? Da kamen Fragen auf. Nicht nur nach der konkreten Hilfe, Gott sei Dank, dass uns auch die westdeutschen Bistümer da geholfen haben, sondern auch, wenn Sie zum zweiten Mal das Geschäft alles verlieren, stehen Sie weinend auf der Straße, dann bleibt jemand da und geht nicht weg. Das ist schon viel, ne? Da bleibt jemand da und geht nicht weg. Sie haben deutlich gemacht, dass Sie auch einen Menschen, der Beziehungen sucht, auch Beziehungen für wichtig hält. Mir ist aufgefallen, es gibt bei Ihnen keine Berührungsängste. Ich sage mal als Beispiel Katja Kipping von den Linken, eine Politikerin, wo Sie kein Problem mit haben. Oh doch, doch, doch. Also wir haben inhaltlich schon andere Überzeugungen, aber ich habe jetzt ja gerade so ein großes Interview mit ihr gemacht, sie war auch bei mir schon. Und, aber das muss in Berlin sein. Ich muss in Berlin auf die zugehen und wir wissen natürlich auch, was uns verbindet und wir wissen auch, wo wir suchen. Und wissen Sie, es gibt immer eine große Sorge. Das fand ich in Sachsen so, das finde ich jetzt in Berlin, zumindest in Ost-Berlin, in Brandenburg-Vorpommern auch so. Die Sorge vieler Menschen, die Angst, ich sage bewusst mal Angst, vielleicht zu viel gesagt, aber nicht vereinnahmt zu werden. Also wissen Sie, die sind ein Leben lang immer vereinnahmt worden im Osten. Ja? Die mussten mitgehen. Die DDR war da und sie kommt nicht raus. Und die Wiedervereinigung, selbst die Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland war eine Vereinnahmung. Die haben ja nichts mitgenommen, also den grünen Fall bei der Ampel, ja, oder das Männchen da. Aber wir lassen alles zurück und werden jetzt Teil des alten Deutschlands. Ich kenne kaum eine Handvoll vielleicht, die gesagt haben, das war schlecht und lieber wären wir getrennt geblieben. Also das nicht. Aber dass man so nichts mitnehmen konnte und das nicht ein mit beitragen war, sondern ein Stückchen auch ja, vereinnahmen, das spüren Sie in der Mentalität. Und wenn wir vielleicht über AfD und dergleichen sprechen und Pegida, was ja vor meiner Haustür sich entwickelt hat, das hat da auch einen Grund, psychologischen Grund. AfD ist ein gutes Stichwort. Ich sage noch ein anderes, Marsch für das Leben. Vielleicht können Sie da kurz zwei, drei Sätze zu sagen. Ja, mir war das ganz wichtig. Ich setze mich in Berlin sehr stark für die Flüchtlinge ein, mehreren Vorständen da und Bewegungen, die es da gibt. Weil ich meine, ich hätte zu dem Ganzen eine Lösung und ich wüsste die einfache Antwort. Also das ist nicht meine Aufgabe, ich mache mir zwar meine Gedanken, aber erst recht nicht als Bischof sage ich so und so muss das geschehen. Das müssen die Politiker, die Fachleute, die Menschen vor Ort, in unseren Hilfswerken und so besser wissen. Aber dass da Menschen sind, die auf uns zukommen und die in Not sind. Und ich bin ja so vielen Flüchtlingen auch begegnet, die haben Angst gehabt, weil sie das Gefühl hatten, hier mag uns keiner, ja, wenn wir dem nachts begegnen. Also deren Ängste sind ja auch potenziert gewesen. Das ist unerträglich gewesen. So, das war ein Punkt. Und da habe ich auf der anderen Seite gesagt, ich möchte auch auf anderen Punkten keine Grenzen setzen. Nicht am Anfang des Lebens, ungeborenes Leben, nicht im Sterben, nicht in Aleppo, nicht in den Gefängnissen. Ich bin für das, so, an dieser Botschaft, damit ich mich jetzt von keiner Richtung vereinnahmen lasse, war es mir wichtig, beides mitzumachen. Für das Leben, ne?
nicht verurteilt, nicht anklagt, aber für das Leben. Und deshalb bin ich da mitgegangen. Aber eine AfD-Veranstaltung oder zumindest mit AfD-Beteiligung, hatten Sie kein Problem mit? Ja, nee, also das war es ja eben nicht. Also das war geschickt gemacht von, wir haben Wahlkampf, das war ein Tag vor dem Wahl, naja, ob das glücklich war, gut. Es ist weder eine kirchliche Veranstaltung, noch war es die AfD-Mitträgerin, noch war die AfD, es werden keine Fahne, kein Plakat gemacht haben. Gewisse Gruppierungen haben dann gesagt, weil eine AfD-Politikerin, die nicht mal für den Senat oder für das Abgeordnetenhaus kandidiert hat, mitgegangen ist, ist eine AfD-Veranstaltung. Also das ist vereinnahmt. Das wird mir auf der anderen Seite ja auch vorgehalten. Ja? Wenn mir dann, was meinen Sie, wenn ich so eine Flüchtlingsdemonstration mitmache, weil ich dann Mails und Briefen kriege, was da von der linken Seite alles mitmarschiert ist und wie ich denn mit denen könnte. Also, aber dann kann ich ja gar nichts mehr machen. Wenn eine gewisse Gruppierung als Träger aufgetreten wäre, wäre ich nicht mitgegangen. Wie ist Ihre Haltung bzw. die Haltung der Bischöfe Richtung AfD und deren, sagen wir mal, Haltung zu Flüchtlingen? Ja, zweierlei. Also erstmal, es gibt in der Flüchtlingsfrage, aber nicht nur in dieser Frage, für uns, denke ich, eine klare Aussage. Wie man politisch sagt und ob man nicht auch politisch manches und juristisch manches sauberer hätte stellen müssen oder muss, und ob es da nicht rechtsfreie Räume gibt und ob die Hilfe gut koordiniert war und ob das Ganze perspektivisch richtig ist und ob man nicht hätte eine europäische Lösung finden müssen, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber es gibt gewisse Grundfragen, da müssen wir als Kirche uns positionieren. Da habe ich auch, da geht auch gewisse Aussagen der AfD und da vor allen Dingen Einzelner gehen nicht. So, zweitens, die AfD ist ein bunter Haufen. Das ist wie bei fast allen Parteien. Sie haben in der AfD Rechtsradikale, das ist ja einer aus Berlin ausgeschlossen, der gerade gewählt worden ist von der AfD, der dort wirklich unter allen Verfassungsschutzbeobachtungen steht. Und Sie haben natürlich aus dem Spektrum der rechten CDU, die sagen, wir sind in dieser Partei nicht mehr vertreten. Das rechte Spektrum ist öffentlich, parteimäßig nicht mehr vertreten in der Bundesrepublik. Deshalb müssen wir sie wählen. So, und Sie merken selbst, das sind natürlich unterschiedliche Punkte. Das Zweite ist, ich komme hier gerade von der Wahl, ich habe das auch bei der Wahlanalyse im RBB am Sonntagabend mitgesagt, wir haben ja ein ziemlich buntes Bild in Berlin und die AfD ist stark gewesen in vielen Ostteilen und in gewissen Westteilen. Also es ist schon auffallend, es ist keine homogene Größe. Aus allen Parteien, aus allen Parteien gehen die Menschen dahin und die Nichtwähler. Und mit den Menschen müssen wir ins Gespräch kommen. Sie haben demokratisch entschieden, jetzt müssen wir demokratisch reagieren. So, das trifft aber auch andere Parteien noch, ne? Wir haben auch mit den Piraten, wo wir auch unsere manche Gefechte hatten, natürlich vorher auf der Bühne gesessen, klar. Ist so dieses Prädikat, was Sie ja selber nie für sich in Anspruch nehmen, Hauptstadtbischof, ist das ein besonderes? Ja, also nochmal, ich vertrete nicht, rechtlich nicht, die Deutsche Bischofskonferenz in Berlin. Das macht der Prälat Jüssen, der Leiter des Kommissariats ist, das macht er. Aber als Berliner Bischof sind Sie natürlich permanent angefragt. Das ist so. Ich habe, das ist der Gegensatz zu Dresden, in Berlin mit 4 Regierungen zu tun. Also Vorpommern, Mecklenburg-Vorpommern mit Schwerin, Brandenburg mit Potsdam, der Senat bzw. das Abgeordnetenhaus Berlin, Land und die Bundesregierung. Also um eins brauchen Sie mir nicht Sorge haben, dass ich zu wenig zu essen bekomme. Empfänge gibt es jeden Abend. Da kommt Hauptstadtstudio, dann kommen Kultureinrichtungen, Ministerien, Tag der offenen Tür dort. Also, und Sie werden eingeladen. Aber Sie werden auch zu vielen Diskussionen eingeladen. Sitzen am Forum bei Leuten, wo Sie fragen, das ist erstaunlich, dass die dich hier einladen. Aber das ist, glaube ich, schon Hauptstadt. Und da merkt man natürlich schon, dass es da nicht nur um Berlin geht, sondern auch um die ganze Weiterentwicklung des Lebens, sage ich mal, auch in der Bundesrepublik Deutschland, der Politik, der Kultur auch, das ist sicherlich alles richtig. Und da gebe ich mich auch gerne ein. Ja. Haben Sie den Eindruck, da auch tatsächlich eine Stimme zu sein? Oder vielleicht, was manchmal ja passiert, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ah, man ist Staffage oder man braucht noch einen aus der Ecke. Oder haben Sie wirklich Nein. den Eindruck, Sie haben eine Chance, Nein, also es gibt, und zwar gibt es 2 Begründungen, wo mich eingeladen werden. Eine ist, weil die katholische Kirche natürlich eine Weltkirche ist, die in ganz Deutschland und in der Welt ein hohes Gewicht hat. Nicht nur in Berlin. Gut, Berlin sind wir 10% Katholiken. Allerdings, das ist auch eine Mogelpackung, denn in West-Berlin sind wir viel mehr und in Ost-Berlin viel weniger. Aber das mehr als in Sachsen. Aber im Ganzen ist natürlich die katholische Kirche gerade als internationale katholische Kirche sehr bedeutsam. Auch Franziskus trägt das Seine da sicherlich dazu. Das ist eine. Für die anderen ist ein katholischer Bischof so exotisch. Also ich werde im Moment
sehr viel in Schulen Ostberlins eingeladen, staatliche Schulen. Wir haben 28 kirchliche Schulen, das ist sehr viel. Aber in staatliche Schulen Ostberlins eingeladen zum Thema Reformation. Deutsch- und Geschichtskurs, Religion gibt es ja da nicht, ne? Deutsch- und Geschichtskurs. Ne? Dann nach einer Zeit merken die, ach, was ist der? Katholisch. Oh, ja. Also, ich sagte schon immer unserem Landesbischof, dem Evangelischen, also ich bin es allmählich leid, ihr macht die Reformation und ich kann sie erklären. Aber, jetzt kommt das Aber. Zwei, drei Fragen Reformation und dann gehen die Fragen los. Warum glauben Sie, gibt es Gott, Gott und das Leid? Wie sind Sie zum Glauben gekommen und so weiter? Also Sie merken, das ist die Frage. In der Bundesrepublik, in der Bundeshauptstadt, gibt es einen Themenkomplex, der Hochkonjunktur hat. Ich sage jetzt allgemein, das ist die Frage nach den Werten. Nach Werten, nach Zukunft, nach Gestaltung. Wofür steht Europa? Für einen Wirtschaftspakt? Oder verbindet uns etwas? Haben wir eine Wertevision, eine Handlungsvision? Was hält uns zusammen? Was hält eine Stadt wie Berlin zusammen? Was hält eine Stadt wie Berlin zusammen? Der ökonomische Druck, weil wir ja natürlich, keiner kann für sich allein leben, wir brauchen den anderen. Ist das alles, ja? Ökonomisch, weil wir nicht, die Arbeitsplätze, ist das alles? Oder was verbindet Menschen miteinander? Unterschiedlicher Prägung, Richtung, unterschiedlicher Hobbys, unterschiedlicher geschlechtlicher, religiöser Prägung und so. Das ist die Frage, die da die Menschen dringt. Und gerade in Zeiten der Unsicherheit, Klammer auf, zum Beispiel Europa, zum Beispiel Zukunft Deutschlands, AfD und so weiter, sind diese Fragen brennend. Und sie werden laufend gestellt. Manchmal auch sehr, sehr angstvoll. Welche Antwort geben Sie? Schlicht und ergreifend, indem ich versuche, die Sehnsüchte der Menschen zur Sprache zu bringen. Ich bringe die Sehnsüchte der Menschen, die ich kenne, auf der Bühne mal zur Sprache. Also ich versuche, denen, die keine Stimme haben und denen, die, von denen jeder weiß, ja, das bist du und das sind Fragen, zur Sprache zu bringen. Zweitens, ich versuche, unsere christliche Hoffnung zum Ausdruck zu bringen. Und warum das keine weltfremde und keine ideologische und keine abstrakte Realität ist, als Einladung. Weil ich gewinne immer völlige Verwirrung, wenn ich, dann sitze ich da oben mit Leuten vom Humanistischen Verband oder so und dann sage ich, ja, Sie in Ihrem Glauben. Dann sind die immer völlig irritiert, sage ich, ich bin nicht gläubig. Doch, Sie sind tiefgläubig. Dann sage ich mal, Sie glauben, dass mit dem Tod alles aus ist. Sie glauben, dass es keinen Gott gibt, aber glauben müssen es auch. Wir Menschen können gar nicht glauben. Die entscheidenden Fragen des Lebens sind Glaubensfragen. Ohne Glauben können Sie keine menschliche Beziehung führen. Ohne Glauben gibt es keine Werteentscheidung. Worauf bauen Werte? Sie müssen ja irgendeine Entscheidung geben. Sie können keinen Menschen zu Grabe tragen ohne Glauben. Entweder haben Sie den oder den Glauben. Ne? Und dann sagen Sie, vielleicht theoretisch bin ich unentschieden, aber im Praktischen sind es nie. Im praktischen Leben sind wir mit Gott oder ohne Gott. Ne? Rechnen damit oder nicht. Und das verwirrt kolossal, aber es eröffnet die Türen. Also so und ja. Wertefrage bei uns natürlich vor allen Dingen durch das wertvoll Handeln. Wertvoll Handeln. Also wir haben einen Caritas-Verband und die Gemeinden haben eine karitative Dimension, das ist erstaunlich. Also was die dort bewirken, was die machen, wie sie sich einsetzen, und das ist, da fragt jeder, hör mal, wo macht ihr das so viel und so engagiert, und das ist der eigentliche Weg. Mit den Menschen dabei sein und das, was da ist, zur Sprache bringen. Haben Sie den Eindruck, dass auch viel kaputt geredet wird, indem man immer wieder die Finger in die Wunden legt und sagt, da und da funktioniert es nicht und in Wirklichkeit gibt es ganz andere Dinge, die einfach fantastisch laufen? Ja, also das würde ich schon so sagen. Nochmal, ich muss aufpassen, es gibt Lageso, sage ich mal, Berlin, da gab es viele wirkliche Fehler. Also das kann man nicht schönreden. Aber wir haben alle nicht erfahren, gucken Sie mal, Berlin, jedes Jahr wächst Berlin um 60.000 Einwohner. Jedes Jahr wächst Berlin, da sind die ganzen Wegzüge nochmal dran, und die Dazuzüge nochmal zugezählt. Also können Sie sich vorstellen, für so viele Menschen jedes Jahr Arbeitsplätze, Wohnungen, Strukturen, Schulen, Kitas und so zu finden, das müssen Sie erstmal machen. Das müssen Sie erstmal hinkriegen. Insofern sage ich jetzt bewusst mal Respekt. Und dann kommt da plötzlich so eine Welle. Da kamen ja nicht 1.000 Flüchtlinge an. In Berlin kam ja alles an. Und dass da auch eine Stadt und eine Stadtverwaltung überfordert schnell ist. Ja, entschuldigen Sie mal, also... Aber jetzt kommt wieder die Kehrseite. Man hätte ja auch sagen können, noch nie gab es so viel Ehrenamtliche wie in dieser Zeit. So viel Engagement. Unsere Gemeinden sind auch wieder zusammengewachsen durch dieses Engagement. Das haben wir auch mit der evangelischen Kirche zusammen auf den Wege gebracht. Also das hätten wir ohne den Druck wahrscheinlich auch nicht gehabt. Das muss man auch mal sagen. Also es nur negativ sehen, ist vielleicht eine Grundstimmung manchmal. Für die Bischofskonferenz sind Sie, ich mache jetzt die Kurzform, Vorsitzender der Familienkommission. Sie waren auch Sprecher dann entsprechend bei der Synode. Wie ist Ihr Eindruck von der Familiensynode?
Ja, es war die erste Synode für mich. Also Kardinal Schönborn war der Moderator, ich war der Relator unserer Gruppe. Für mich war alles neu. Also wie die Tagung abläuft, wie man sich melden kann, was man wo anzieht. Das glauben Sie gar nicht, was da alles für Regeln gibt. Also, ja, und dann war ich plötzlich Relator auch noch der Gruppe. Das heißt, ich musste unsere Überlegungen zu Thesen zusammenfassen und in die Diskussion mit den anderen Relatoren, den anderen Gruppen reinbringen. Also es war für mich eine ziemlich anstrengende Zeit. Das hatte aber den einen großen Vorteil. Ich habe gelernt, wie wichtig solch eine Synode ist, über die Ergebnisse mal abgesehen. Ich habe viele Menschen erst verstehen gelernt dort. Also mit den afrikanischen Bischöfen, über die wir Themen gesprochen haben, da ging es zum Beispiel sehr stark um das Thema Homosexualität, nicht? Wo ich manches nicht verstanden habe. Dann habe ich erst verstanden, das sagte mir zum Beispiel, dafür braucht man Zeit, Vertrauen, das kann man nicht von heute auf morgen, das beim Kaffee, nicht? Beim Spazierengehen abends, da spricht man so offen. Nicht? Da sagten die zum Beispiel, ja, wir sind es leid, dass ihr, also ihr sind wir im Westen, wer immer das jetzt ist, also Brüssel oder so, dass ihr uns unter Druck setzt, wir sollten eure Werte übernehmen. Also Beispiel, ja, also Gender-Problematik, Homosexualität oder Fragen, jetzt Frauenfragen. Ihr kriegt das Geld, wenn, oder Familienform, wenn ihr unsere Überzeugung übernehmt, der Liberalität. Wir sind einmal kolonialisiert worden, das wollen wir nicht nochmal. So, dann habe ich gemerkt, es geht bei der Diskussion jetzt etwa Homosexualität zwar auch immer um die Sache, aber es geht um Beziehungen, es geht um das Ehrgefühl. Wir lassen uns nicht deshalb, weil ihr uns finanziell unterstützt, eure Überzeugung aufdrücken. Und plötzlich gewinnt das eine ganz andere Dimension, verstehen Sie? Oder ich sage mal, Thema Wiedervereinigung geschieden, haben wir wirklich mit einigen Ländern ja auch schwer gerungen, ringen bis heute ja. Die sind ja nicht blöd nach dem Motto, die sehen nicht, wie die Wirklichkeit ist. Also das sagt man als Außenstehender. Sondern die sagen zum Beispiel, wir wissen, dass sich viele an unsere Vorgaben überhaupt nicht halten und nicht halten wollen und sagen, wir sind unabhängig, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Aber wenn wir sie aufgeben, verwässern, nicht klar sagen, dann sind sie ganz weg. Ja, deshalb bleibt bei der Linie, damit wir klar und nach außen auftreten müssen, auch wenn wir wissen, dass es in der Realität dann ganz viel bunter aussieht. So, da kann man teilen oder nicht teilen, aber man versteht den anderen erst. Und das ist das Große, dass man erst überhaupt verstehen lernt. Für mich war es ein großes Geschenk, auch Papst Franziskus einfach zu erleben, der einfach schlicht und ergreifend in den Kaffeepausen immer dabei war. Und dann kam der auf einen zu. Ich hatte das tolle Thema für meine 3 Minuten Hauptredezeit, 3 Minuten, ne? Situation von Ehe und Familie in der heutigen Gesellschaft. 3 Minuten, ja. Da habe mir gedacht, mein Gott, was sagst du denn jetzt? Also das kannst du ja, 3 Minuten, nicht? Und da habe ich gesagt, also ich rede jetzt nur noch von Berlin. Ich rede jetzt, wie Ehe und Familie in Berlin ist. Zum Beispiel mit diesem hohen Anteil von Alleinerziehenden. Diesen irrsinnig hohen Anteil von Alleinerziehenden. Nochmal ganz gut. Oder schlicht und ergreifend den christlichen Familien, wo einer christlich engagiert christlich ist und der andere ist dezidiert absolut dagegen. Und das in einer Familie. Wissen Sie, was das bedeutet? Ja, wenn das in deiner Familie so ein Riss geht, in so einer Frage. Und dann kam der Papst auf mich zu und sagte, also das habe ich ja nie gehört, das ist ja unglaublich, diese Spannung, nicht? So, also ich habe dann von mir und erzählt und dann konnte man mit dem Papst sprechen drüber und er sprach einen an. Und das ist Synode, das ist nicht die Ergebnisse, nur die Abstimmung, sondern dieses Miteinander verstehen lernen, reifen lernen. Das ist ein langer Prozess, das braucht viel lange Zeit und das habe ich schätzen gelernt. Und ich glaube, das haben Sie uns heute Abend auch vermittelt, ob das also nun in der Beziehung zu den Menschen ist, ob das in der Synode ist, dass vieles Zeit braucht, dass vieles Geduld braucht und dass man miteinander reden muss. Herr Erzbischof, herzlichen Dank dafür, dass Sie da sind. Als kleines Andenken an den heutigen Abend geben wir Ihnen eine Talk am Dom-Tasse mit nach Berlin. Dankeschön. Kommen Sie gesund wieder in der neuen Heimat an. Vielen Dank. Dankeschön.